Nach einer Sturmnacht, hey, schaut auf diese Liegenschaften, die sind, schaut die Bäume auf. Wenn ihr etwas seht, meldet es, dann können wir verhindern, dass irgendein Unfall passiert. Sven Hager, du bist Leiter AHW bei den Hausarztprofis hier in der Region Zürich. Wer bist du, was ist AHW und wer ist die Hausarztprofis AG? Ich bin Sven Hager, Teamleiter von der Aussenhauswartung, AHW gleich Aussenhauswartung, also eigentlich alles, was mit Garten zu tun hat. Ausserdem wird von mir und meinem Team betreut. Was ist die Hauswartprofis jetzt in meinem Bereich? Eben alles, was mit dem Garten zu tun hat, wird von uns gemacht, sprich vor allem Unterhalt. Rasenmähen, Hecken schneiden und so weiter. Wenn ich es als Kunde, ich sage jetzt mal, über euch hole für eine Gartenpflege oder Liegenschaftsunterhalt, gibt es da ein spezielles Merkmal oder Markenzeichen, das ich merke, wenn ich die Hausarztprofis hole? Ich schaue mit meinen Leuten, dass wir die Gärten, die wir betreuen, oder jetzt eben einen Neukunden oder so, dass wir einfach immer alles möglichst sauber hinterlassen können, dass wir auch sieht, dass wir dort sind, dass der Rasen wieder sauber aussieht, die Hecken schön geschnitten sind und auch einfach das Gesamtbild schlussendlich stimmt. Wir sind relativ flexibel, ich kann gut mal ein Team umschieben, wenn es irgendwo mal brennt, wenn ein Kunde anruft und sagt, wir haben morgen ein Fest, könnt ihr heute noch schnell den Rasen mähen, sind wir mittlerweile so flexibel, dass ich die Teams so kann auch einsetzen kann. Und das ist sicher etwas, was uns zu gut kommt, dass wir so eine Flexibilität haben. Was ist denn so eure Spezialität in der Region Zürich, in der Gartenpflege, im Liegenschaftenunterhalt? Ja, unsere Spezialität ist eigentlich wirklich der Unterhalt. Dort sind wir stark, dort sind wir flexibel. Dort werden unsere Leute auch geschult, wie wir, ich sage jetzt, wie wir die Pflanzen richtig schneiden. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen typischen Hauswartschnitt, sage ich mal, einfach rundum einmal eine Kugel schneiden und fertig. Da bin ich eigentlich auch stetig mit dem Team dran. Was sind denn so typische Liegenschaften, die ihr betreut? Es ist eigentlich, ich sage jetzt, bunt gemischt. So Einfamilienhäusli selber haben wir nicht, also so wirklich Kundengärten in dem Sinn, Privatkunden weniger. Wir sind mehr, ich sage jetzt, bei Überbauungen unterwegs oder ja, ich sage jetzt auch einzelne Mehrfamilienhäuser, wo ein Eigentümer auf uns zukommt, dass wir einfach ein Haus können pflegen können zum Beispiel. Hast du denn da irgendeinen speziellen Tipp für so einen Liegenschaftenbesitzer, einen Gartenbesitzer, was beim Garten speziell sollte drauf schauen? Ich sage jetzt, im Garten ist meine Sicht, weniger ist mehr, was sicher viele Leute auch unterschätzen, den Garten gibt es zu tun und den gibt es das ganze Jahr zu tun. Nimm 2, 3, 4 coole Pflanzen, pfleg die sauber, schöne Rasen, immer gemäht, sieht für mich schöner aus und pflegt er. Wir haben jetzt im Sommer mehrere so Stürme gehabt. Müsst ihr damals speziell in diesen Liegenschaften schauen, ob es etwas umgewindet hat, ob es kaputt gegangen ist, ob allenfalls Bäume geknickt oder angerissen sind? Wir fahren nicht extra alle Liegenschaften ab, weil das fehlt Zeit. Es ist aber sicher ein wichtiger Punkt. Wir haben das Glück, dass es doch noch viel mehr Mieter gibt, die raus schauen und so Sachen auch sehen, die uns das auch melden. Und dann geht es aber natürlich schon darum, möglichst schnell zu reagieren. Schauen jetzt bei einem Baum, dass man sicher gefahren ist und Brüche entfernen können. Nach einer Sturmnacht, hey, schauen auf diese Liegenschaften, die sind, schauen die Bäume auf. Wenn ihr etwas seht, meldet es, dann können wir verhindern, dass irgendein Unfall passiert. Was sind denn so die grössten Herausforderungen, wenn ihr so als Gärtner so eine Liegenschaft pflegen tut? Das Jonglieren zwischen, was ist der Auftrag, den wir von unserem Auftraggeber haben, und was ist das, was die Mieter, die schon seit 10, 20 Jahren vor Ort leben, wünschen. Das ist immer so ein bisschen, eine Waagschale, wo man ein bisschen schauen muss. Ich bin immer dafür, mit den Leuten zu reden. Und irgendeinen Kompromiss, irgendeine Lösung finden wir immer, die für alle stimmt. Das Thema Unkrautbekämpfung ist immer ein grösseres Thema. Ist das ein Problem oder eine grosse Herausforderung für euch? Und wie begegnet ihr dem begegnen? Das Problem würde ich nicht sagen, es ist eine Umstellung. Klar, eben vor ein paar Jahren hat man noch mit dem Roundup drüber und es ist alles weg gewesen. Das geht heutzutage nicht mehr. Auch wenn man von Biodiversität redet, zum Beispiel, muss man auch vielleicht mal damit leben können, dass jetzt mal ein Rabatt ein bisschen mehr grün ist, mal ein Unkraut drin hat. Wir gehen aber bei den Hausbauprofis gleich neue Wege. Wir haben ein Heisswassergerät angeschafft, wo wir mit über 100 gradigem Wasser können. Es geht zum Beispiel Kiesplätze, Gehwege, auch in Rabatten rein. Wir können das Unkraut nachhaltig bekämpfen. Es ist wirklich nur Wasser, es hat keine Mittel drin, nichts. Es packt oder es zerstört das Eiweiß in den Wurzeln. Somit ist es nachhaltig. Ich sage jetzt, nach 3, 4 Einsätzen ist das Unkraut dann auch weg. Was ist deine Lieblingspflanze? Der japanische Ahorn. Der hat mich schon, bevor ich Gärtnerlehrer bin, schon fasziniert, weil man bei meinen Eltern im Garten hat so einen.
Ich weiss noch, als ich dann mal einen Tag bin schnuppern, habe ich gerade punkten und können sagen, ah, das ist ein japanischer Ahorn, das ist gerade gut angekommen. Und darum begleitet er mich schon seit Jahren, sage jetzt mal, ist sicher etwas, was ich sehr schön finde. Welches ist dein Lieblingsplatz im Garten? Ein ruhiger Platz irgendwo unter einem Pergola, vielleicht wo irgendwo noch ein Feuer brennt und ein bisschen gute Musik läuft. Man ist mit der Familie oder den Freunden dort und kann etwas trinken und etwas feines Essen dazu. Das ist doch für mich hauptsächlich im Garten. Gerade im Sommer liebe ich es, im Garten draußen zu sein, etwas feines trinken, etwas feines essen, ein bisschen quatschen. Wenn du grillieren tust, was ist so deine Präferenz? Was hast du gerne? Zuhause auf dem Balkon Gas. Bei den Eltern im Garten haben wir einen Feuerring, wo ich etwa die bin. Und ja, dort tun wir mit dem Holz führen. Das finde ich schon spannend und ist auch schön. Eben wenn, ich sage jetzt auch, wenn man dann gegessen hat, wenn man grilliert hat, kann das Feuer noch ein bisschen brennen, man kann noch ein bisschen im Garten sein. Das macht einfach eine schöne Stimmung. Und was kommt auf den Grill? Ja, Fleisch. Fleisch, ich habe sehr gerne sage jetzt so Bratwürste, verschiedene Würste oder halt ein gutes Stück Fleisch. Aber ich sage jetzt, es darf auch nicht das Gemüse fehlen. Das gehört schon auch dazu.